Wie ist das Licht? Ist gut? Gut. Guten Tag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Freunde, wir befinden uns gerade am Istanbul-Flughafen. Vor circa 4-5 Wochen war ich schon mit Lukas hier und wir haben versucht, Shake Shack zu finden. Dieses Mal habe ich Samia mit dabei. Wir haben gerade unseren Bodrum-Urlaub beendet, sind jetzt gerade von Bodrum nach Istanbul geflogen. Samia hat extra längeren Aufenthalt gebucht, nur damit wir heute Shake Shack probieren können. Wir haben eigentlich einen Transferflug, wir sind aber jetzt extra aus der Transferzone rausgegangen, checken jetzt neu ein und hoffen, dass wir Shake Shack finden. Viel Spaß bei diesem Video. In diesem Video. Auf diesem Video. Tschüss. Was hast du bis jetzt erörtern können? Ich habe erörtern können, dass Shake Shack sich hinter der Passkontrolle befindet. Die Sache ist, es gab safe schon ein paar mehr Leute, die dieses Shake Shack hier am Flughafen gesucht haben und nicht gefunden haben. Ich werde heute euch erklären, wo es genau ist, wenn wir es selber finden. Es ist irgendwo, was wir jetzt schon mal wissen ist, wenn ihr hinter dem Security Check-In seid, in Richtung B, dann du kannst wirklich gut nur zu Shake Shack, wenn du fliegst. Also ich weiß nicht, ich glaube Istanbul ist der größte Flughafen Europas. Zum Glück haben wir schon unseren Boarding Pass, weil hier ist wirklich eine Schlange von 200 Meter gerade für Check-In. Hier steht schon International, ja. Da können wir rein. Okay. Bei der Passkontrolle hat jetzt auch gemeint, es könnte, also sie sagt, ja, ich habe sie gefragt, ist there inside Shake Shack Burger? Sie hat straight geantwortet, ja. Das heißt, entweder sie hat nichts verstanden und sie hat ja gesagt, oder sie sagt, ja, der ist dort. Ich finde es gut, die haben so viele, die die Passkontrolle machen, dass man nicht lange warten muss. Das Problem letztes Mal war, Lukas und ich konnten nicht durch diesen Security-Check-In durch, weil wir sind gerade gelandet. Also wissen wir jetzt schon mal, dass wir auf der richtigen Fährte sind, weil wir haben alles andere absuchen können bis auf diese Stelle. Ein paar Sekunden später. Jetzt sind wir durch die Sicherheitskontrolle gekommen und haben alle Zeit der Welt Shake Shack zu suchen. Shake Shack. Ich bin ehrlich, ich stehe hier, ich sehe sehr viel Louis Vuitton, Gucci, Electronics und Book and Press. Also bis jetzt sieht man noch keinen Shake Shack. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass wir ihn wieder nicht finden. Weil da habe ich ungefähr seit 1,5 Stunden komplett umsonst gefilmt, was aber auch nicht schlimm wäre. Gibt's Vogue? Ich weiß nicht, ich muss sie durchsehen. Die arbeitet nicht hier. Ja, ich weiß, die auch nicht. Boah, hier gibt's einfach PlayStation 5. Wann bekomme ich eigentlich eine PlayStation 5? Wenn du sie dir kaufst. Samias Zeitschrift gab es auf jeden Fall nicht. Leute, jetzt wird's spannend. Gucci, Fendi, Prada. Louis Vuitton, Balenciaga. Geh mal da rein. Shake Shack. Ich werde jeden hier fragen, wo Shake Shack ist. Und wir werden ihn auch finden heute. Heute gibt ich fliege sonst nicht nach Wien. I wanted to ask, do you know where Shake Shack Burger? No, Shake Shack. This way and left. Turn left. But go on, okay? Okay, this way and okay. Thank you very much. This way and left. Which letter? A, B, C, Yes, I know Shake Shack. Yeah. But turn left. But go on, okay? Okay, I will. Thank you very much. Also kurz zur Orientierung. Wir sind jetzt gerade, als wir durch den Security Check-In rein sind, rechts gegangen. Das ist schon mal falsch. Jetzt haben uns die Damen gesagt, nicht rechts, sondern genau entgegengesetzt, ganz hintergehen. Sie sagt, so 5 Minuten gehen. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Flughafen ist, aber da soll auf jeden Fall Shake Shack sein. Ich sehe gerade, dass wir Richtung B laufen. Also die allererste Aussage war richtig. Hier ist der fette Louis Vuitton Store. Wie geil sieht es aus? Wow. 12 Sekunden später. Gefunden. Wo ist es? Hier steht jetzt D. Bei D. Genau gegenüber von den Gate-Eingängen D. Da ist er. Neben Longchamp, neben G-Shock, Refresh. Freunde, hier ist Richtung EF, also ich würde sagen, es ist genau auf Höhe D. Genau. Wir haben es geschafft. Shake Shack ist vor uns. Viel Spaß im weiteren Video. Oha, hier am türkischen Flughafen gibt es auch Ayran bei Shake Shack. Echt jetzt? Ja, schau, Ayran. Das wird jetzt eh mal interessant, um nochmal zu sehen, ob es hier was anderes gibt. Ich glaube, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, hat Shake Shack sogar mit Hot Dogs angefangen. Die waren erst Hot Dog.
Die haben nur Hot Dogs gemacht und dann haben sie Burger irgendwann gemacht und da alle auseinandergenommen. Also Freunde, es gibt vom Breakfast Hot Drinks, Burgers, Chicken, Flat Top Dogs, Crinkle Cut Fries, Drinks und natürlich die berühmten Shakes. Das war's. Du hast dich schon entschieden, was du nimmst? Ich glaube, ich nehme Shakemeister. Cheeseburger mit crispy marinierten Zwiebeln und Shake-Soße. Und ich werde einfach einen Double Shake-Burger nehmen. Eine Ewigkeit später. So Freunde, nach einer etwas längeren Wartezeit auf jeden Fall in der Schlange, deswegen habe ich jetzt auch nicht mitgefilmt beim Bestellen. Wir haben bestellt für Samia ein Strawberry Milkshake. Shake Shack macht die besten Shakes, würde ich sagen, bis auf In-N-Out, da ist ein minimaler Unterschied. Ich würde sagen, die machen es ein bisschen cremiger. Dann haben wir einen Shake-Meister bestellt, den habe ich selber noch nie gegessen. Ich weiß nicht mal, ob es den in Amerika überhaupt gibt, ich bin dir ehrlich. Dann haben wir einen Double Shake bestellt und eine 50-50 Lemonade. Das ist so Organic Tea mit, keine Ahnung, noch irgendwas anderem drin. Aber die schmeckt gut. Ich weiß, dass Milkshake ungesund ist und so, aber Strawberry Milkshake ist the best. Strawberry Milkshake ist nicht mein Ding, aber bei Shake Shack schmeckt es. Selbst wenn man Laktoseintoleranz hat, dann riskiert man die Bauchschmerzen. Ja, das Problem ist, du hast bis jetzt McDonald's gehabt. Glaub mir, Shake Shack ist es. Die machen die Shakes an, ja. Da ist vorbei. Moment of Truth. Ich muss sagen, deiner sieht auch sehr, sehr krass aus. Ich habe kurz gedacht, da sind Kalamari drin. Ich habe gerade wirklich alles erklärt, was da ist. Leute, ihr kennt diesen Burger. Es sieht wirklich fast, ich würde jetzt nicht sagen, dass da ein Unterschied ist zu Amerika. Ich muss mal probieren, aber sieht überragend aus. Und was sagen Sie? Lecker. Lecker? Ich muss auch ehrlich sagen, die Shake Shack Pommes, die feiere ich schon sehr hart. Und da kann In-N-Out halt gar nicht mitreden. Deren Pommes kann sie nicht essen. Das ist einfach nur, das ist wirklich ekelhaft. So eklig sind die. Aber die machen das auch extra so. Die wollen keine guten Pommes machen. Mir fällt was auf. Es fehlt ein Strohhalm. Wir haben einen, aber zwei Getränke. Egal, erstmal mitgegessen, dann getrunken. Ich weiß ehrlich nicht, ob der jetzt krass ist oder nicht. Oh, da ist ja gar keine Tomatoes drauf, gell? Bei dir nicht, nein. Welchen willst du zuerst probieren? Den Shake. Alter. Oh, der ist ja double. Deswegen ist er so schwer. Shoot! Heavy! Und sehr warm noch. Wow. Das ist ein richtig leckerer Burger, muss man echt sagen. Der ist so mild und leicht süßlich und dieses Brot hat auch so eine richtige leichte Süße. Also irgendwie alles passt, ist alles perfekt aufeinander abgestimmt. Und das ist es, Freunde. Ich sag's euch ehrlich, Samia wäre die Erste, die sagen würde, wenn es ihr nicht schmecken würde. Wenn eine die Ehrlichste ist, dann ist es Samia. Ich rede manche Sachen vielleicht noch hin und wieder gut, aber dieser Burger ist perfekt aufeinander abgestimmt. Das ist die Wahrheit. Dieses Brot ist so weich, man muss es nicht mal abbeißen. Man kann es mit der Lippe abziehen und es ist auch, also es ist so wie Milchbrötchen, ähnlich. Brioche einfach so süß. Richtig lecker. Schaut. Okay, man muss ein bisschen, bisschen abbeißen, aber ist echt weich. Jetzt. Man sieht auch. Vergiss diesen Burger ganz das kurz. Das sagst du. Vergiss diesen Burger jetzt. Wir das wissen, dieser Burger ist gut. Medium. Probier jetzt diesen Shake. Was ich sagen muss, von außen sieht er aus, als wäre er auf der gesünderen Seite, weil er ist nicht so fake rosa wie andere Shakes, sondern eher schon hell. Jetzt schauen wir mal den Strohhalm und mach mal. Stech mal so. Spürst du, wie fest das ist? Ja. Das ist der milchshakigste, eiscremigste Milchshake der Welt. Probier. Okay. Let's go. Eine Ewigkeit später.
Ich hab dir gesagt, der wird dein Leben verändern, sei ehrlich. Wow. Ich finde, Randy hat recht, der von McDonald's, der schmeckt einfach ein bisschen artificial, also wässriger, wie sagt man? Und chemischer. Nee, nicht, chemisch, artificial halt. Chemischer, genau, chemischer. Als wäre das... Egal. Auf jeden Fall, dieser hier schmeckt wirklich, es schmeckt nach frischen Erdbeeren, es schmeckt milchig. Es kann für manche vielleicht zu süß sein, wie für mich. Ein Tick zu süß, aber er ist wirklich, wirklich lecker und cremig, so vollmundig. Da ist Eiscreme drin. Und zwar gefühlt 90%. Du ziehst Eiscreme durch diesen. Es ist einfach die perfekte Konsistenz. Ich muss jetzt in diesen Burger einmal reinbeißen. Das hat schon Gewicht, gell? Game over. Ganz einfach. Jetzt merke ich erst wieder, wie gut dieser Burger war. Oh mein Gott. Mmh. What happened? Was ist passiert, Schatz? Irgendwas Festes im Fleisch. Kann man Shake-Shack verzeihen. Auch wenn ein Zahn drin wäre, wäre mir egal. Was? Hat's wehgetan beim Kauen, oder? Hm. Irgendwas Festes war drin. Willst du den auch mal probieren, den Zwiebelburger? Da kommt kein Burger King, kein McDonald's, keine Fastfood-Kette kommt an diesen Burger dran. Außer vielleicht In-N-Out, meine Meinung. Das interessiert mich echt, wie der schmeckt, weil der sieht schon juicy und lecker aus. Man sollte einfach keine Experimente machen, merke ich immer wieder. Also wir haben hier einfach nur Zwiebeln, frittierte Zwiebeln, Fleisch und das war's. Und Soße. Und Käse. Könnte lecker sein aber. Ja. Lustigerweise, obwohl es Zwiebeln sind, hat es irgendwie einen Touch, als würde man Calamari auf dem Burger essen, weil du es jetzt gesagt hast. Es hat so einen rauchigeren Geschmack als der andere. Der andere ist wirklich mild, süßlich und dieser hier schmeckt ein bisschen rauchiger. Machen wir das Papier da ein bisschen weg. Genau, danke. Probieren wir den mal. Aber auch sehr gut. Was Shake Shack sehr gut kann, ist, die Burger sind nie wirklich trocken. Burger sind juicy, du beißt durch, sanft, alles gut. Ihr kennt es, ich will es nicht wieder loben. Shake Shack, Kuss geht raus. Ich hoffe, dir hat es auch geschmeckt. Danke fürs Einschalten, lasst gerne ein Like und ein Kommentar da. Für alle Leute, die Samir noch nicht auf Instagram abonniert haben, findet ihr unten in der Infobox. Kuss geht raus, bis zum nächsten Mal. Genau deins. Nicht? Ew. Schmeckt dir nicht? Das ist einfach Black Tea kalt. Ich find's lecker. So was Bitteres. Das Leben ist so bitter. Meine Freunde hinter Gitter. Gitterkartoffeln. Der war gut.